Apple hat die erste Beta von iOS 15.2 für Entwickler veröffentlicht und in diesem Video möchte ich gerne einmal auf alle Neuerungen und Änderungen eingehen, die mit diesem Update kommen. Auf meinem Kanal gibt es zu jedem neuen iOS-Update ein kurzes Video und wenn du das in Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns alle Neuerungen in iOS 15.2 Beta 1 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit der ersten Neuerung in iOS 15.2 Beta 1 und dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und scrollen hier einmal ein bisschen nach unten bis zum Punkt Notruf SOS und hier haben wir jetzt zwei Optionen, die wir aktivieren können, nämlich einmal durch Halten anrufen und durch 5-mal drücken anrufen mit einem aktuell noch englischen Erklärtext. Vorher war das so, dass man eben nicht die Wahl hatte, hier beides oder nur eines auszuwählen. Jetzt hat man eben die Option zu wählen, möchte man beide Optionen haben oder nur eine von beiden und über diese Funktion wird entweder durch Halten der Lauter-Taste und der Side-Taste sozusagen SOS aktiviert oder eben durch 5-maliges Drücken, was natürlich sehr cool ist, dass man hier jetzt ganz einfach zwischen beiden Optionen wählen kann. Ebenfalls ein bisschen geändert hat sich die Darstellung der Push-Zusammenfassung, die man morgens und abends zum Beispiel einstellen kann und in diesem Fall besonders, wenn man Nachrichten bekommt, wie zum Beispiel von der Signal-App, aber natürlich auch zum Beispiel über die Nachrichten-App, über Facebook oder WhatsApp und hier haben wir jetzt eben so eine neue Darstellung, die einmal das App-Icon zeigt und dann hier eben auch den Nachrichtenverlauf, der dann hier einmal direkt dargestellt wird. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Änderung, eine sehr schöne Neuerung, wie man hier jetzt morgens zum Beispiel benachrichtigt wird, was man dann so über Nacht vergessen bzw. nicht mitbekommen hat oder das gleiche dann eben auch zum Beispiel am Abend. Ebenfalls in iOS 15.2 Beta 1 wurden erste Codes gefunden, die auf das Kindersicherheitsfeature in iOS 15 hinweisen und zwar gibt es dann eben gerade in der Kommunikation so ein paar Pop-ups, die eben bei Kindern dann erscheinen, wenn diese zum Beispiel iMessage verwenden und dann sieht man hier, dass zum Beispiel der Inhalt eben nicht mehr dargestellt wird, der wird sozusagen dann ausgeblendet, man hat hier die Möglichkeit, den Kontakt direkt zu blockieren. Und hier sieht man dann auch nochmal so ein paar Informationen, die dann eben in der aktuellen Version dann bald verfügbar sein sollen mit iOS 15.2. Wie gesagt, im Code wurden jetzt schon erste Hinweise auf diese Funktion gefunden, dass diese dann bald auch hoffentlich verfügbar sein werden und dann eben für jeden, der das Ganze dann zum Beispiel über Family Sharing für sein Kind einstellen möchte. Die aber wohl größte Neuerung in iOS 15.2 Beta 1 befindet sich in der Einstellung-App und dort scrollen wir einmal ein bisschen nach unten bis zum Punkt Datenschutz und hier können wir jetzt einmal ganz nach unten scrollen und finden hier den App-Datenschutzbericht und dort können wir einmal drauf gehen und wenn wir diesen aktiviert haben, dann sehen wir eben für all unsere Apps, worauf diese zugreifen, auf welche Daten und auf welche Sensoren. Zum Beispiel hier bei der Fotos-App, dort wurde vor 3 Minuten auf die Fotos-App selber und vor 1 Stunde auf die Kontakte-App zugegriffen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit der Bücher-App machen, dann wurde hier vor 16 Minuten auf meine Mediathek zugegriffen, auf meine Musik. Das gleiche dann zum Beispiel für Twitter, dort wurde auf den Standort zugegriffen und auf Fotos. Und wenn ich hier noch einmal raufgehe, dann sehen wir noch einmal das Ganze detaillierter, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit wurde eben darauf zugegriffen, was auf jeden Fall ziemlich spannend ist, wie ihr seht, in diesem Fall relativ häufig in letzter Zeit. Und so hat man eben einen relativ guten Überblick, kann sich das natürlich auch für weitere Apps anzeigen lassen. Dann einmal den App-Netzwerk. Zugriff bzw. die Netzwerkaktivität, hier zum Beispiel Facebook, hat eben über folgende Domains auf mein Netzwerk zugegriffen und dort kann ich mir das dann ebenfalls ganz detailliert je nach IP und so weiter anschauen, also auch das wirklich hier jetzt sehr detailliert aufgelistet, das gleiche dann noch einmal für Website-Netzwerkaktivitäten und am meisten kontaktierte Domains, die man sich dann hier anschauen kann. Man kann das Ganze natürlich auch deaktivieren, wenn man es nicht nutzen möchte. Ich finde es aber auf jeden Fall wirklich sehr spannend und finde es sehr cool, dass Apple dieses Feature jetzt hier integriert hat. Das wären dann aber auch schon die relevantesten Features, die Apple in iOS 15.2 bisher in der ersten Beta hinzugefügt hat und ansonsten läuft das System bisher bei mir auf jeden Fall ziemlich stabil und zuverlässig. Zum Akku kann ich natürlich noch nicht allzu viel sagen, nach wenigen Tagen jetzt auf dem Gerät, aber insgesamt läuft dieses System wirklich sehr flüssig auf meinem iPhone 13 Pro, so wie man das natürlich erwarten darf und auch erwarten sollte. Aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr spannendes Update und ich denke, dass da das ein oder andere in den nächsten Beta-Phasen noch dazu kommen wird.
Damit wären wir jetzt am Ende dieses kurzen Videos angekommen zu iOS 15.2 Beta 1. Wenn ihr noch weitere Neuerungen und Änderungen gefunden habt, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert jetzt gerne meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.